Die Liste der angeblichen Verfehlungen von Jens Lehmann ist lang. Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch, versuchter Betrug. Jetzt hat das Amtsgericht Starnberg sein Urteil über den früheren Nationaltorwart gesprochen und verhängte eine satte Geldstrafe. Jens Lehmann, ehemaliger Weltklasse-Torwart, aktuell nach eigenen Angaben arbeitsloser Fußballtrainer, der jetzt auch noch um 420.000 Euro ärmer ist. Zu dieser Strafe verdonnerte das Amtsgericht Starnberg den 54-Jährigen. 210 Tagessätze zu je 2.000 Euro. Er habe sich durchgängig als Opfer der Justiz inszeniert, so die Richterin. Er ist jedoch nicht Opfer, er ist Täter und habe vor Gericht hanebüchene Geschichten zu seiner Verteidigung vorgebracht. Der Staatsanwalt hatte sogar eine Freiheitsstrafe auf Bewährung gefordert. Wir haben beim Angeklagten Lehmann aus Sicht der Staatsanwaltschaft einen Angeklagten vor uns gehabt, der zum einen vorbestraft war, ja, zwei Vorstrafen hatte, der eine Vielzahl von Straftaten, insgesamt waren es vier angeklagte Straftaten, innerhalb eines Zeitraums von in etwa 2 Jahren begangen hat. Straftaten, die sich nicht erklären lassen aus einer finanziellen Notlage. Die Staatsanwaltschaft warf dem 54-Jährigen vor, mit einer Kettensäge in die neu gebaute Garage seines Nachbarn eingedrungen zu sein und dort einen Dachbalken angesägt zu haben. Die Überwachungskamera trennte er zuvor vom Stromnetz, die lief aber mit Batterie weiter. Ebenfalls seine Überwachungskamera lieferte den Beweis, dass Lehmann offensichtlich Parkgebühren am Flughafen sparen wollte. Er fuhr dicht hinter einem anderen Auto unter der Schranke durch und ein paar Beamte hat er nebenbei auch noch beleidigt. Ich bin der Meinung, dass der Fall der Sachbeschädigung kein Fall für eine Verurteilung gewesen wäre. Der Flughafenfall ist grenzwertig und die Beleidigung ist nicht so tragisch. Klingt zwar lässig, aber würde ich so sagen. Schon in seiner aktiven Zeit galt Lehmann als verhaltensauffällig, legte sich gerne mal mit Gegenspielern, Journalisten oder Fans an. Noch allerdings besteht die Möglichkeit, in Berufung zu gehen. Darüber wolle man über Weihnachten nachdenken, so Lehmanns Anwalt.